Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt neue Black Ops 3 Informationen, und zwar in Bezug auf die alten Konsolen und auf die neuen Konsolen, also Old Gen und Current Gen. Und zwar geht es darum, ob man Statistiken übertragen kann von den alten Konsolen auf die neuen Konsolen, und genau das ist nicht der Fall. Das wurde bestätigt von David Vonderhaar. Er wurde gefragt auf Twitter: Wird Black Ops 3 Daten zwischen alt und neuer Generation der Konsolen übertragen, wie bei Advanced Warfare? Und David Vonder hat ein ganz simples Nein geantwortet. Das heißt, die ganzen Daten, die werden nicht mehr übertragen, das ist nicht mehr möglich. Ich persönlich denke, dass das auf jeden Fall ein Schritt ist, der langsam nötig war. Die aktuellen Konsolen sind jetzt doch schon eine Weile draußen und es ist keine Übergangsphase mehr da. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mehr sagen, die Leute sind gerade noch dabei, irgendwie die neuen Konsolen zu kaufen oder kaufen sie bald. Von daher denke ich, ist das ein guter Schritt, und ich denke mal, dass es auch keine Upgrade-Möglichkeiten bei irgendwelchen DLCs geben wird. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch nicht übertragen, und ich denke, das Spiel selbst lässt sich auch nicht mehr upgraden, wie es ja eben noch der Fall war bei Advanced Warfare und bei Ghosts. Das heißt, wenn man sich eine Version kauft für die alten Konsolen, dann kann man die wahrscheinlich nicht irgendwie noch umwandeln zu einer Version für die neuen Konsolen. Dazu gibt es allerdings noch keine Informationen, das heißt, das ist nicht bestätigt, das ist jetzt einfach nur eine Vermutung von mir. Ganz allgemein ist es natürlich auch gut, dass die Statistiken nicht übertragen werden, wenn man in Richtung Unlock Alls geht, und auch auf der Xbox 360 kann man ja irgendwie gehackte Accounts machen und so weiter. Das ist ja mittlerweile auch alles möglich. Mal ein bisschen schwerer, mal ein bisschen leichter. Allerdings, es funktioniert auf jeden Fall, und gerade bei Advanced Warfare und der PlayStation 3 ist das ja extrem im Moment. Da ist es ja so, dass der Master Key irgendwie geleakt worden ist. Das heißt, die ganzen Leute können einfach ihren eigenen Code ausführen ohne Probleme, und das hat eben dafür gesorgt, dass es extrem viele komische Accounts gibt, die irgendwie veränderte Statistiken haben, die alle Waffen freigeschaltet haben, und das ganze Zeug landet dann eben durch diese Synchronisation auch auf der PlayStation 4. Und das wird dann eben auch nicht mehr vorkommen. Das ist zwar bei Black Ops 3 jetzt nicht ganz so schlimm, das heißt, es gibt keine Advanced Supply Drops oder Supply Drops ganz allgemein, das heißt, die ganzen Leute haben nicht plötzlich irgendwelche Waffen, die sie normalerweise nicht gezogen hätten. Das System gibt es nicht bei Black Ops 3, und auch das Matchmaking von Black Ops 3 wird nicht mehr so sein wie das Matchmaking von Advanced Warfare. Das heißt, das fällt auch weg. Es wird eben wieder das Matchmaking von Black Ops 2 eingeführt. Allerdings, die ganzen Leaderboards und so weiter, die wären natürlich noch betroffen gewesen. Die sind jetzt eben auch nicht betroffen. Das heißt, die ganzen Leaderboards, die sind clean, die Statistiken sind clean. Und wenn man sich halt irgendwie platziert in einem Leaderboard, dann ist das auch eine echte Platzierung. Und es ist nicht so, dass die ersten 100 Leute irgendwie nur oben sind im Leaderboard, weil sie einen gehackten Account haben. Ich persönlich muss sagen, ich finde auf jeden Fall gut, dass dieser Schritt durchgeführt wird und dass die Statistiken nicht mehr übertragen werden. Und mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Denkt ihr, dass das ein guter Schritt ist, oder findet ihr, dass die ganzen Statistiken immer noch übertragen werden sollten? Das würde mich interessieren, und mich würde auch interessieren, für welche Plattform ihr Black Ops 3 kauft. Für eine alte Konsole oder für eine aktuelle Konsole oder für den PC? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten war es das dann von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt und in Sachen Black Ops 3 auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.